So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Heute haben wir mal wieder eine kleine Highlight-Folge hoffentlich, denn ich habe ganz viele Sachen zum Öffnen. Gratis-Thron, Silberthron, Kronenthron und noch eine Clan-Thron auf Stufe 10. Was ist da drin, würde ich gerne mal wissen, deswegen. Wir fangen mal an mit... Ah ne, ich hätte mit dem Gratis-Thron anfangen müssen. Mit dem billigsten zuerst. Das sind halt die Gratis-Thron. Hui. Emeralds sind immer gut. Für mich sind das Minecraft-Emeralds. Keine Juwelen. So, dann. Nächste Gratis-Truhe. Okay. Silbertruhe. Joa. Nichts Besonderes soweit. Als nächstes Kronentruhe. Die habe ich auch noch im gestrigen Video auf dem Hauptkanal zusammengeregt. Ich habe so ein kurzes Video gemacht, wo ich mal vorgestellt habe, so was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Und vielleicht kommen ja noch ein paar neue Zuschauer, die das sich hier auch gerne anschauen möchten, die das noch gar nicht kennen, hier den Gaming-Kanal. 30 und eine Epic. Nö. Jo. Ja, hat besser sein können. Nee, das mache ich erstmal noch nicht. Kann ich. Okay. Und jetzt heißt es Clan-Truhe. Stufe 10 von 10. Öffne. Let go. 7 sind drin. 1600 Gold obendrauf. 30 Bogenschützen. Ja. 47 davon. Fernotür würde ich eh nicht spielen. Megalakai, jo. Schweinereiter und... Ah, nicht ganz gerecht. Und... Ah, schade. Keine legendäre. Dafür eine epische. Dunkler Prinz. Drei Karten auf einmal. Jo. Kann man auch mal machen. Ist okay. Und heute versuchen wir nochmal die Kronentruhe zu kriegen. Ich hatte auch in dem Hauptkanal-Dings, wo ich das kurz vorgestellt habe, mal ein Normal-Game gemacht. Ich hab den einfach zerrissen, mein Gegner. Ja, der ist Level 10. Das kriege ich wieder aufs Maul. Der ist Level 10. Ja, der ist auch gut gegen Tanks, sagen wir mal so. So, der sollte mal hier vorne das... Na ja. Na ja. Na ja. Ich glaube, der hatte gerade... Oder ich habe gerade kein so gutes Deck gegen den. Wegen... Der hat Inferno-Drache mal wieder drin. Ja, das ist keine Ahnung, was gegen die Prinzessin machen soll. Ah, ne, Quatsch. Schon Zap. Ah, hat gewechselt. Ja, gut. Komm schon, machen die Kleinen das. Ich weiß nicht, ob sie das bringt, das Geld damit zu setzen. Ja, schön. Hat den Turm auch noch getroffen. Ich hätte gedacht, dass die hier durchlaufen und die Verteidigung von dem ein bisschen ablenken oder so. Den noch mal hin. Den hier dran. Ich habe irgendwie keine Antwort gegen den Inferno-Rachen gerade. Ja, kriegen die hier unten noch. Ich schätze mal, das gewinnt er ohnehin.
Ja, diese hier. Ah, ich kann da nichts gegen machen. Die sind doof, die Teile. Und, kann ich ihn abbrechen? Ja, ich habe ihn abgebrochen. Oh, ganz knapp unentschieden hingekriegt. Ganz knapp. Der war aber Level 10, ey. Das heißt, er hat mehr Karten, höherlevelige Karten und ich habe mal Ausgleich noch geschafft. Da bin ich mit zufrieden. Doch, bin ich zufrieden. Jetzt ein Level 8er, hui. Seine Türme hatten noch mehr ausgehalten. Ja, ich glaube, der Sparky ist gar nicht mal so schlecht dann doch als Geschütz für hinten dran. Ja, hey, hey. Habe ich gerade keine Antwort. Ich habe gerade nichts, was ich luftverteidigungsmäßig machen könnte. Die kriegen den Turm. Ich habe einfach nichts auf der Hand. Der willst du unten jetzt aber wissen, du. Der willst du echt wissen, aber ich glaube, den Kampf werde ich gewinnen. Gucken, ob das was wird hier. Ja, WTF. WTF, der hat einfach aufs Ganze gesetzt und dann verloren. RIP. Lass mich mal ein bisschen höher wieder gehen mit den Vokalen. So. Level 8 auch wieder hier. Dies freut mich. Noch Skelettersetzer. Wie putzig. Jetzt mal Skelettarmee. Das war gerade gut. Der hat aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte Funky mal nehmen. Der hat viele Bodeneinheiten, die Druck machen und so. Pekka noch. Ja. Ich glaube, da kann man mal den hier machen und den übelst wegballern. Alter. Damit hat er den echt kurz gekriegt. Ja. Ist ja OP, der Olle. Bitte auf Lava-Hund. Ja.
Der hat übelst viel Kleinscheiß auf dem Boden. Bei dem Megalakai kann ich gerade irgendwie auch nicht so arg viel machen. Ich habe als Luftabwehr jetzt wiederum nicht so viel mit dem Funky drin. Ja. Ja, okay. Ging so ein bisschen hin und her. Das war vielleicht ein ungünstiges Deck. Ich habe nicht genug. Hier hätte ich vielleicht Lakaienhorde oder sowas gebaut, statt normal Lakaien. Oder ein zweites Luft-irgendwas. Zweiter Luft-Kleinscheiß, der irgendwie verteidigt. Level 9er. Guck hier, der macht irgendwie. Bevor es losgeht. Kann ich mal gar nicht ab. Ja, jetzt. Der hat natürlich eine Bodeneinheiten jetzt wieder hier. Und reicht's noch? War schon, ein Schuss bitte. Ah, nicht gereicht. Na lol, ich hätte ihn hierfür nehmen sollen. Ja, kriegt er hin. Ich hab grad nichts gegen den hier. Komme ich dazu, einen Ballon hinterher zu kriegen. Der ist einfach mit Lufteinheiten gestartet und ich habe wieder nichts Vernünftiges hier gehabt dafür. Da habe ich zumindest schon mal den bekommen. Ich mache mal kurz einen Zap. Und den kleinen Lakaien. Okay, hat's überlebt hier unten. Ja, den kriegt er jetzt aber, denke ich. Ich hab nicht genügend Luftabwehr. Geht ne, der hat gewonnen. Ich hab nicht genug Luftabwehr. Gegen Lufteinheiten habe ich ein Problem. Ich hab nur Lakaienhorde und Eismagier, sonst habe ich nichts. Das ist nicht gut, keiner von denen macht gut, außer der Kainhorder halt, das zählt da für Lufteinheiten. Keine Luft, keine Luft, keine Luft, keine Luft, also schon, aber greift halt nicht an, nur Eismagier und die. Deswegen war ich am überlegen, ob ich hier Funky irgendwas anderes nehme, ich bräuchte halt was, was auch Lufteinheiten angreift. Das ist noch ein Schwachpunkt. Wenn ein Gegner viel Luft hat, bin ich gearscht. Wenn der viel Boden hat, hau ich das hier mit weg. Aber ich glaube, Boden ist irgendwie noch beliebter als Luft, kann das sein? Spiegel hat er. Ja, es sind ja auch zu viele Lufteinheiten, die er da rausprügelt. Der hat auch wieder nur Lufteinheiten. Kann ich ihn irgendwie stoppen? Nein, kann ich nicht. Der geht durch. Ich kann nichts dagegen tun. Der fliegt. Die Karte ist nutzlos hier. Wo
probier mal hier. Der Dummy countert halt. Ich kann nichts gegen die Balance machen. Eismagier reicht nicht aus. Darum hat seit neuestem jeder einen Ballon drin. Bandit hat er auch noch. Kaputt. Er gewinnt jetzt eh. Zu viel Lufteinheiten. Aber ich weiß nicht vorher, ob der Gegner eher Luft oder nicht Luft hat. Muss drauf pokern. Die letzten haben alle Ballon gehabt. Die letzten drei Runden jeder hatte Ballon. Und Lava-Hunter, also. Ich hoffe mal, der hat keinen Lava-Hund. Das wäre ganz geil. So wieder ein Level 8, also auch schon mal gut. Ich muss Funke gegen was anderes ersetzen, weil geht's auch nicht. Jetzt blöd. Ja, okay. Hat Schaden drauf gekriegt, war okay. War okay. Komm schon, setz was. Setze ich da halt wieder einen Eismagier. Hui. Habe ich gerade gedacht, wäre ein Wutzauber ganz passend. Der hat gerade aufgegeben, oder wie? Ja, hat aufgegeben. Der sagt sich jetzt, kein Bock mehr, was zu machen. Keine Lust mehr. Ja, geschenkt. Das Video geht schon wieder so lange. Der wirkliche Erfolg will sich nicht einstellen. Komm, wir machen noch einen Duo-Kampf oder so, damit wir Kronen kriegen. Ist vielleicht einfacher. Der hat seinen Deck aber auch mit legendären Karten zugekloppt. Uiuiui. Und jetzt noch Wut am besten. Boah, ein bisschen Schaden haben wir da gemacht. Ein bisschen was lief da doch. Jetzt mal wieder warten, bis es voll ist. Ja, schade. Ich habe dadurch auch ein bisschen unter Zugzwang gesetzt. Nachthexe hat er.
Das ist irgendwie nicht so, was ich gegen einsetzen soll. Ja, die pushen da jetzt durch. Ja, gewinnt die. Da ging gerade überhaupt nichts mehr. Schade. Ach komm, ich will noch die Kronentruhe öffnen. Keine Krone für mich. Ich habe gedacht, du Kampf hier, so zwei Kronen kriegt man da bestimmt mal. Das ist auch schon wieder, der einfach rumheult zum Beginn des Spiels. Das regt mich auf. Na, verdammt. Wie lange braucht der denn zum Schießen, ey? Ja, schade, ich habe gedacht, das reicht noch. Tja, mal läuft's easy, mal nicht. Halt nicht. Komm nicht daran. Damit kann man was anfangen. Ja, die können die Wunden ungestraft einreißen, aber... Gewinnt der auch, wir kriegen gar nichts. Kriegen gar nichts. Tja Leute, dann wird das eben nichts mehr. Bis zur nächsten Folge. Das Krachen und tschüss.